Wir sind ja gerade in New York, also in den USA. Und in den USA werden ja ganz andere Autos verkauft als in Europa. So. Und jetzt haben wir uns gedacht, gucken wir uns einfach mal die neuen Autos an, die eigentlich nur für die Amerikaner sind, und schauen einfach mal, welche Autos würden wir uns für den europäischen Markt wünschen. Ja, und den Anfang macht er hier. Der Atlas Cross Sport. Der kommt zwar erst 2019, aber durchaus ein Auto, was ich mir für Europa vorstellen könnte. Jetzt kommt der Clou. Der neue Touareg wird in den USA gar nicht mehr angeboten, weil es ja ab nächstem Jahr diesen hier gibt, den Atlas Cross Sport. Da sagt VW natürlich, klar, in Europa bieten wir den Touareg an, da verdienen wir mehr Geld. Aber das ist mir doch völlig egal. Ich will den Atlas. Also her damit. Ja, und ich stehe hier neben dem nächsten Vertreter, der so nicht nach Deutschland kommt und den wir deshalb unbedingt importieren möchten. Und zwar den Kia K900. Und weshalb wollen wir den unbedingt bei uns sehen? Naja, weil das ein günstiger Einstieg in die Luxusklasse ist. Wir sind hier bei Mitte 60.000 Euro, wenn man die Importkosten dazu rechnet. Und ja, bei einem vergleichbaren 7er, einer vergleichbaren S-Klasse oder einem vergleichbaren 8, wären wir so ungefähr bei Mitte 80.000 Euro. Heißt zeitgleich auch, dass wir hier ein viel größeres Auto, ja, bekommen für dasselbe Geld wie zum Beispiel eine E-Klasse oder so. Und deswegen unbedingt wollen wir den uns holen, also importieren. Da habe ich mich eingeschmuggelt, aber das muss ich, wenn es um so ein Auto geht. Das ist jetzt nicht das stärkste Auto, aber 707 PS sind schon nicht blöd. Vor allem für umgerechnet keine 60.000 Euro. Gut, das sind natürlich die Hinterreifen nicht mit dabei, die man ungefähr alle 600 Kilometer wechseln muss, weil das Drehmoment von dem Auto ist sensationell. Den gibt es auch mit Automatik, damit man sich das Kupplungsbein nicht kaputt tritt. Aber mit Handschaltung ist es natürlich noch einmal ein besseres Geschäft. Farbe unbedingt haben. Dieses Grau ist ein sogenanntes unter dem Radar fliege ich gerne Grau, das kein Mensch wirklich sieht, bis es schon zu spät ist. Also, liebe Privatimporteure, nehmt euch ein Beispiel. Das ist es, was man aus New York mitnimmt und nicht irgend so ein blödes T-Shirt. Gut, ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, dass ich mir den hier ausgesucht habe. Den Lincoln Aviator war ja schon mein Top der Messe und deswegen wünsche ich mir den natürlich auch als eines von den Autos, die zu uns nach Deutschland kommen. Warum, nochmal, sollen eigentlich die Amerikaner immer nur den Spaß haben mit den Riesenkisten? In diesem Fall 6 Zylinder, das kann man in Deutschland noch vertreten, Plug-in-Hybrid, bitte, neueste Technik, willst du doch genauso haben in Deutschland. 1A schön rüberbringen, schön rein importieren in unser Land. Ich finde ja, dieses Auto muss auf jeden Fall und besonders die Marke Lincoln schön wieder auf den europäischen Kontinent. Ich meine, Cadillac macht das doch auch. Die Frage ist natürlich, welche Autos wollt ihr haben? Und genau das könnt ihr schön unten in die Kommentare reinposten. Ich sage Tschüss aus New York.